Hallo und herzlich willkommen zur Videoreihe über die Entstehung des Romans Der Duft von Argentinien. Heute möchte ich über einen ganz besonderen Menschen reden, der mich beim Schreiben viele Jahre lang inspiriert hat. Auch lange schon, bevor ich mit diesem Roman Der Duft von Argentinien begonnen habe. Ich muss etwas ausholen in das Jahr 1991 nach Berlin ins Theater des Westens. Dort hatte ich die große Ehre, in dem Stück Grand Hotel mit der wunderbaren Tänzerin Leslie Caron zu spielen. Leslie Caron war die Partnerin von Gene Kelly in Ein Amerikaner in Paris. Sie hatte eines Abends zu einem Apéro eingeladen, ihre engsten Freunde, und aus einem mir heute noch unerfindlichen Grund hat sie mich versehentlich eine halbe Stunde zu früh eingeladen. Schwupps stand ich dort in einer Küchenschürze und sie noch mit Lockenwicklern in den Haaren an ihrem Küchentisch und wir bereiteten Häppchen und die Getränke vor. Ich hatte gerade begonnen, mein erstes Stück zu schreiben und so unterhielten wir uns natürlich auch über das Schreiben und sie gab mir einen sehr, sehr wichtigen Hinweis und Tipp mit auf den Weg. Sie sagte, wenn du schreibst, musst du jeden Tag schreiben und zwar immer die Figur, die deinem Gefühl des Tages am nächsten kommt. Wenn du verliebt bist, dann schreibst du die verliebte Person und wenn du voll Hass, Abneigung oder schlimmer Gefühle bist, dann schreibst du die Dialoge oder über die Figur, die gerade auch in diesem Gefühl, in dieser Szene vorhanden ist. So sind die wunderbaren Dialoge zwischen Esperanza und Russo entstanden, aber auch die harten und herben Gedanken von Antonio, der mit seinen anarchistischen Denkungsweisen doch sehr speziell ist. Und ich bedanke mich nicht nur bei Leslie Caron dafür, dass ich diese Gefühle im Roman umsetzen konnte, sondern auch bei den Menschen, die immer wieder Gefühle bei mir hervorgerufen haben, die ich in diesem Roman einbringen konnte. Vielen Dank, Leslie Caron. Ihnen viel Spaß mit Der Duft von Argentinien.